hätte mich heilen sollen, fällt mir gerade auf. Roger Bacon war sicher, dass die Tür des Urteils sich öffnen würde. Ha! Das war also auch Teil eines Plans. Wie? Du willst diesmal also nicht ausbüchsen? Das ist mein großes Finale, versteht ihr? Das bedeutet, dass er jetzt endlich auch zu einem Ende kommt. Albert, was hast du vor? Ist dies das gleiche wie die Dämonentor-Anrufung? Epic Ranzooming, Mew. Ich habe das Siegel im Vatikan gebrochen und die drei geheimen Bücher gestohlen. Das erste ist das Pulstraktat. Damit kann man die Erdadern befehligen, um einen uralten Gott zu erwecken. Dehuai ging sehr weit damit. Er erweckte den seraphischen Glanz. Aber irgendwie ist es in diesem Jungen versiegelt geblieben. Dann wäre da das Emigrantendokument. Es erschafft Leben aus dem Nichts und kann verwendet werden, um einen Gott des Todes heraufzubeschwören. Aber sowohl Patrick als auch Jack scheiterten. Ihnen gelang nur die Erschaffung einer seelenlosen Puppe. Und zu guter Letzt der Rlieu-Text. Er beschreibt, wie man den anderen Gott heraufbeschwört. Damit versuche ich mich jetzt. Ein omnipotenter Gott wird aus den Tiefen des Raums auf die Erde herniedersteigen, um uns zu reinigen. Des Rums, ist klar. Ey, du Quacksalber, das kann ich nicht durchgehen lassen. Zieh bitte andere nicht in deinen üblen Rachefeldzug hinein. Oh, wie schnell 7 Gig doch flöten gehen können. Wir sind schon bei 4, noch was, scheiße. Das ist nicht viel. Shadowfang, hast du es immer noch nicht begriffen, damit wieder von Neuem begonnen werden kann? Müssen wir zuerst reinen Tisch machen. Dumm. Halt's Maul! Denkst du, du bist Gott? Bild dir bloß nichts ein! Du bist genau wie ich! Ein ärmliches Menschlein! Ich kenne deine Ausreden, aber alles, was du willst, ist blinde Rache. Mein Vater hat sich aufgeopfert, diese Welt zu schützen. Das macht mir so einer wie du nicht kaputt. Du Narr! Was für Werte gibt es in einer verkommenen Welt wie dieser? Glaubst du wirklich, dass deine Macht alleine ausreicht, um die Welt von aller Ungerechtigkeit zu befreien? Ich sehe, nicht perfekt, aber ich sehe, was für eine Zukunft diese Welt erwartet. Einige elitäre Idioten werden bald eine Tragödie auslösen, die großes Unglück über uns alle bringen wird. Keiner wird entkommen und die Erde wird mit den Schreien der Toten widerhallen, die ihr Schicksal noch nicht kennen. Ein eiserner Behemoth wird erstehen und mit einem Schlag werden zahllose Leben ausgelöscht. Eine hoffnungslose Zukunft! Wir dürfen diese Zukunft nicht über die Welt bringen, aber diese schreckliche Vision rückt näher, während wir hier reden. Also, bevor diese Hölle losbricht, müssen wir von vorn anfangen. Und genau das habe ich vor. Shining Finger! Das tat weh. Und Zeit für einen Cut. Okay, lager ich zur Not halt woanders aus. Weiter. Du armer Irrer. Stiefel auf, ey, das ist fantastisch. So hat man die Weisen seit jeher genannt. Soll die Geschichte entscheiden, ob meine Handlungen gut oder böse waren. Denn nun müssen wir vorankommen. Kudelka, Hexe der dunklen Flammen. Komm mit mir und lass uns den Thron der anderen Götter errichten. Das Erbe der alten Götter, Neameto. Oh. Zap. Er saugt sie aus. Ich glaube, das war zu viel für ihn. Was? Aber warum? Der Energiefluss wurde unterbrochen. Der Schwimmer kann nicht heraufbeschworen werden. Kudelka, bist du das?
Wenig Speicherplatz. Bist du das? Moment, ich finde mal noch eine Lösung. So, nochmal 34,8 Gig gewonnen. Das muss reichen. So. Das hatte ich schon vorgelesen, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Setze nicht, jetzt können die Leute es selber nachlesen. Das bist du. Gib auf! Du kannst mich mit deiner Kraft nicht besiegen. Du wirst mit mir in der Finsternis verschwinden. In eine Welt des Nix. 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 Ja, das Nein. ist nix. Das kann doch nicht sein. Willst du damit sagen, dass du uns beide umbringen willst? Das ist so hoch für dich. Ich würde ohne weiteres mein Leben geben, um die Zukunft dieses Kindes zu retten. Was? Jetzt! Yeah. Nein, das kannst du nicht tun! Jetzt haben sie sehentlich die Gottheit erweckt. Kudelka! Bist du? Nein! Genau. Bom, 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 bom. Der Seelenvertrag! Genau, mit Amun, dem Meister der Zerstörung. Ich wollte diese Kraft für zuletzt aufheben, aber ich habe keine Wahl. Ja! Aufwärts, Neameto! Albert! Shadowfang, hol mich doch! Du hast wohl gedacht, du bist der Einzige, der Fusionskräfte besitzt! Tja! Dum, 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 dum. Denn jetzt? Tja. Ach nein, na, stimmt ja. Erst muss ich ihn kloppen. Ich hätte mich heilen sollen. Das war schon kritisch. Das ist ein alter Mann, so viel Schläge aushalten kann. Ein Lichtklasse Angriff. Friss Licht! Soll mir? In nomine Patris et Filii et Spiritu. Ach, scheiß drauf, friss das Licht! Heilige Truhe. Hadu? Hadassa! Hone Mononu, Chukudinini. Oh, guck mal, komische Kiste, ich mach mal Deckel auf. Yay! Oh je, yeah, das sind die tun. Ey, das ist die Bundeslade, guck nicht direkt rein! Oh mein Gott! Oh nein! ZP-Senkung! Du Bastard! Ich wollte gerade sagen, das hat die ZP gesenkt. Armer alter Mann. Und gib am besten noch eins mit dem Bo. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Sally! Ich werde dem erstmal gehörig einen Arsch versetzen. Ja, das hat meine ZP jetzt derbst gesenkt. Aus 3. So, und jetzt Amun! Fusion! Oh Gott, was ist das für ein schreckliches Vieh?
Nein. Nein. Tot. Oh mein Gott. Hm. Ja, nicht was Totes. Ja. Leider. Sonny! Würde. Und du? Stell mal erstmal ein paar ZP wieder her, würde ich sagen. Physische Verteidigung hoch! Yes! Barrikade! Oh oh! Ja, das haut ganz schön rein. Schon so früh. Naja, gut. Bogen, würde ich sagen, ja. Wäre von Vorteil. Sonne mir, Sonne mir. Yeah, sieht cool aus. Oh ja, Atomstaub. Ja, das geht mal eben gegen alle Gegner, also gegen alle. Das war ein bisschen zu spät. Ich würde sagen. Komm, wir brauchen unbedingt was ihre ZP. Ja. Gegen. Ah. Wow. Ich glaube, die ist tot. Ich glaube. Alter, ey. Der pitzt aber verdammt arg rein. Ich meine, der kloppt ja mal sonst wie rein. Na gut, ich glaube, die Mio hat auch so gut wie keine Verteidigung, ne? Das ist ein Spezialangriff. So, okay. Die hält sich jetzt mal selber hoch. Wo ich hätte auch nochmal Bogen einsetzen können und alle heilen können. Naja. Das war zu spät. Da können wir mal drauf gehen, der Arsch. Oh nein! Natürlich! Und tot! Ah ne, sie lebt noch! Hahaha! You fail! Das war zu spät. Ich glaube, das wird er dann nicht überleben. Guck ihn an, er schwankt schon. Und noch mal Bogen! Ja, das ist nämlich der Kampf hier, ist nämlich schon mal einer der etwas härteren. Deswegen käme es gar nicht so schlecht, wenn man alle vier Masken vor dem Kampf besiegt hat. Meine Wenigkeit hat erst eine Maske kaputt gehauen. Mann. Ja, macht er überhaupt nochmal was anderes? Autsch! Das tut aua! Und vor allem seine ZP sehen gar nicht gut aus. Ja! Und jetzt guck mal an, was passiert. Ich
Gurke. Schwing! Richtig. Er ist nicht zersplittert, er ist nur weggezoomt. Moment. Ich krieg Erfahrung. Ja, ich wollte schon sagen, habe Fusionsseele, die Seele von Amun. Ach, von dem Teufelding, was du gerade besiegt hast. Richtig, hätte ich nämlich jetzt nicht den Zerstörungsstein mitgenommen, hätte ich seine Fusionsseele nicht bekommen. Ah. Das haut rein.